Das Geschäft Forstinger schließt 11 Filialen. Einen Gendererlass gibt es für Landesverwaltung in Niederösterreich. Ja, und Achtung vor Fake-Werbungen, jetzt hat's auch mich getroffen. Suche nach Löwin in Berlin wurde eingestellt. Und Putin eröffnete Flüssiggasprojekt in Arktis. Das und mehr sind meine Themen heute. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind an diesem Freitagabend. Ja, die insolvente Autozubehörkette Forstinger wird 11 der 86 heimischen Filialen schließen. Davon sind 50 Mitarbeiter betroffen, die mit heutigem Datum beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet werden sollen. Ja, und das Unternehmen mit Sitz in Tulln hat am 6. Juli beim Landesgericht in St. Pölten einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung mit einer Quote von 20% eingebracht. Forstinger schlitterte vor wenigen Wochen bereits zum dritten Mal in die Insolvenz. Die Autozubehörkette strebt eine Sanierung an. Nun werden 11 der 86 heimischen Filialen geschlossen. Davon seien 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die mit heutigem Datum beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet werden sollen, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Mit den betroffenen Beschäftigten sollen in Einzelgesprächen die Möglichkeit einer Beschäftigung in anderen Forstinger-Standorten besprochen werden. Die Straffung des Filialnetzes sei eine Maßnahme zur Sicherung der Fortführung des Unternehmens, um das Netz als Ganzes zu stärken, so die Firma. An den verbleibenden Standorten soll das Service- und Werkstattangebot ausgebaut werden. Die vom Aus betroffenen Standorten in Hagenbrunn, Imz, Murau, Pinkerfeld, Ried im Innkreis, St. Johann in Tirol, Traisen, Dreiskirchen, Womp, Weidhofen an der Theier und Zistersdorf haben noch bis Ende August offen. Forstinger hatte am 6. Juli beim Landesgericht St. Pölten einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung mit einer Quote von 20% eingebracht. Drastisch veränderte Rahmenbedingungen aufgrund von Corona, Inflation und Kaufkraftverlust bei den Kunden hätten den Schritt notwendig gemacht, hieß es damals. Der Jahresumsatz des Unternehmens lag zuletzt bei rund 90 Millionen Euro. Derzeit hat die Kette noch mehr als 600 Beschäftigte. Ja, und das Erkennen von Deepfakes kann eine Herausforderung sein, da diese Technologie auch immer ausgefeilter wird. Das Problem beschränkt sich mittlerweile nicht nur auf den politischen Raum, es kann tatsächlich jeden treffen. Nun ist es auch mir passiert. Schauen Sie mal. Durch den Fortschritt der Technologie wird es immer einfacher, Medieninhalte zu generieren, die Situationen darstellen, die in Wirklichkeit nie stattgefunden haben. Besonders die rasante Entwicklung von KI-Tools beschleunigt diesen Prozess zusätzlich. Das birgt bereits ein ernsthaftes Problem im politischen Kontext, da auch Politiker durch sogenannte Deepfakes manipuliert werden können. Ist auch schon öfter passiert. Die Staatsoberhäupter von Wien, Berlin und Madrid telefonierten zum Beispiel mit einer Fake-Version des Kiewer Staatsoberhaupts, Vitali Klitschko. Hierbei werden ihnen Worte in den Mund gelegt, die sie niemals gesagt haben, oder sie werden in Handlungen gezeigt, die sie niemals begangen haben. Wir zeigen Ihnen jetzt ein Video, das zwar aussieht, als würde Krone-TV-Moderatorin Tanja Pfaffeneder sprechen, doch beim zweiten Blick merkt man, dass dieses Video gefälscht ist. Ein Linzer hat den 10 Millionen Euro Jackpot geknackt. Zuvor war er während der Pandemie arbeitslos, doch nun muss er sich für den Rest seines Lebens keine Sorgen mehr um sein Geld machen. Alles begann damit, dass ich zufällig eine Online-Casino-Werbung auf Instagram entdeckte und mein Glück dort versuchen wollte. Zuerst dachte ich, es war ein Betrug, aber dann begann ich zu gewinnen und sogar bis zu 1000 Euro pro Tag abzuheben. Es war unglaublich. Nach ein paar Tagen Spielzeit knackte ich schließlich den Jackpot von 10 Millionen Euro. Mein Leben änderte sich für immer. Einen Teil des Gewinns gab ich aus, um mir mein Traumauto und eine zweistöckige Wohnung im Zentrum von Wien zu kaufen. Tausende Österreicherinnen und Österreicher nutzen bereits die App und haben gewonnen. Ich freue mich, meine Geschichte mit unseren Zuschauern zu teilen und sie mit der Möglichkeit zu erfreuen, ihr Glück mit dieser App zu versuchen. Herunterladen und gewinnen. Bei dem angeblichen Linzer, der in diesem Fake-Beitrag beschrieben wird, handelt es sich um den deutschen Lottogewinner Kürsat Yildirim alias Chico. Fast 10 Millionen Euro soll er insgesamt im Lotto gewonnen haben. Doch in diesem falschen Video wird im Stile der Krone-News behauptet, der Mann hätte seinen Gewinn einer Handy-App zu verdanken. Die Technologie zur Erstellung von Deepfakes wird sich ständig weiterentwickeln und es kann also schwierig sein, jeden Deepfake zu erkennen.
Ja, sollten Sie dieses Video sehen im Internet, auf Facebook und Co., dann bitte melden. Das hat nichts mit Krone oder auch mit mir zu tun. Ja, und Landesbedienstete dürfen künftig nicht mehr mit Doppelpunkt, Sternchen oder Binnen-I gendern. Es sei wichtig, auch in diesem Randthema für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Land Niederösterreich Klarheit zu schaffen. In einer Zeit, in der unterschiedlichste Genderformen und Varianten für Verunsicherung in der Anwendung gesorgt haben. Das meint zum Beispiel die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mickel-Leitner. Es wurde bereits viel darüber diskutiert. Jetzt ist er da. Ein Erlass der niederösterreichischen Landesregierung sieht ab 1. August konkrete Verbote für gendergerechte Formulierungen im Landesdienst vor. Die bisher schon verbindlichen Genderrichtlinien wurden in einer verpflichtend einzuhaltenden Erlass gegossen. Die Regeln gelten dann für Schriftstücke im gesamten Landesdienst. Bei der Erstellung von Schriftstücken und Erledigungen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden dem Erlass zufolge den erst vor wenigen Tagen aktualisierten Empfehlungen des Rats der deutschen Rechtschreibung Folge zu leisten. Genderstern, Gendergap und Gender-Doppelpunkt dürfen nicht mehr verwendet werden. Neu ist, dass auch auf das Binnen-I zu verzichten ist. Das war im bisherigen Leitfaden noch anders. Argumentiert wird die Änderung von ÖVP und FPÖ mit der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit von Texten. Ja, Sie sehen, in der Politik wird über das Gendern diskutiert, auch über das Wort normal. Doch lenkt das ab von anderen Themen? Wir haben mal nachgefragt. Findest du, mit dieser Normalpolitik lenkt die Politik jetzt von den richtigen Themen ab, die wirklich wichtig sind? Das kann ich mir schon auf jeden Fall gut vorstellen, doch. Naja, dass man so ein bisschen wie so einen anderen Themenbereich irgendwie anschneidet oder so, damit man von größeren, wichtigeren Dingen irgendwie ablenkt. Ja, ich muss sagen, ich verfolge sie auch und sie ärgert mich auch, weil ich das Gefühl habe, da wird immer von allen möglichen Seiten Öl ins Feuer gegossen. Und das finde ich eigentlich nicht gut. Das, wie Sie sagen, lenkt ab von den eigentlich wirklich wichtigen Themen. Und das Argument, dass man noch normal sagen darf, ohne jetzt in ein präfaschistoides Eck gedrängt zu werden oder irgendwie anders zu verunglimpft zu werden, das kann ich schon gut nachvollziehen. Insofern finde ich schon ein bisschen eine Unterstellung, dass man, wenn man es normal sagt, irgendein Eck gestellt wird. Einerseits ja. Aber ich glaube, es wäre zu leicht, es wäre zu wenig zu sagen, es wird nur abgelenkt. Mhm. Weil ich glaube schon, dass von so sehr, sagen wir, bürgerlich-konservativen Parteien das Normale schon verwendet wird. Also nicht nur um abzulenken, sondern um schon zu definieren, wir sind die Normalen und die anderen, die irgendwie anders denken als wir. Das ist, glaube ich, nicht nur eine Ablenkung von Missständen oder so, sondern schon auch ein politischer Move, den man als sowas auch sehen muss, der Gesellschaftspolitik irgendwie macht. Und also ich finde es extrem gefährlich. Also bin froh, dass von der Bellen schon klare Worte irgendwie gesagt hat. Ja, in gewisser Weise schon. Ich finde es nicht gut, dass man das überhaupt politisiert, ja, und sagt, normal ist das Richtige und wir sind normal und die anderen sind nicht normal. Ich finde die Verwendung problematisch und ich finde es auch gut, wenn man sagt, so geht's nicht. Ja, also ich finde, das muss man schon ansprechen, dass das nicht okay ist, das zu verwenden. Was die ÖVP unter normal versteht, das ist eben nicht normal, sondern ihre Vorstellung von Normalität, die sehr konservativ ist. Also sie versuchen eben, die linken und rechten Lager gegeneinander auszuspielen und sich als Mitte zu positionieren, als Mitte auch ihren Status quo zu verkaufen, der darin besteht, weiter so. Und so weiter kann es eben in vielen Fragen nicht gehen, wie beispielsweise Gleichberechtigung und Gleichstellung, aber auch im Klimabereich. Also ein weiter so ist eben nicht die Mitte, es ist nicht die Normalität. Und wenn das, was die ÖVP in den letzten Regierungskrisen gemacht hat, die Normalität ist, dann ist das nicht mehr normal. Ich weiß nicht, ich finde eigentlich nicht, weil ich finde, es ist halt schon immer wichtig, dass man halt irgendwie drüber redet. Aber meint sie jetzt gerade das mit diesem, was normal ist, genau, und so? Was, gell? Normal ist. Ja, ich finde es halt problematisch, weil was ist halt normal? Also ich finde, das ist halt irgendwie so, kann man halt eh nicht sagen. Und ich finde es auch ein bisschen schon problematisch, dieses, das ist die Norm und so muss es sein. Weil ich finde eigentlich, genau diese Art zu denken, ist ja eigentlich heutzutage nicht mehr der Zeitgeist so. Ablenken ist ein bisschen problematisch, ein bisschen schwierig, weil nur weil es nicht gerade am Schirm ist, also die anderen Themen heißt ja nicht, dass es nicht behandelt wird. Und man kann nicht alle Themen nach außen jetzt wirklich sagen. Also ich glaube,
Wenn jetzt jedes Thema wirklich in den Medien wäre, dann wäre es nicht mehr ganz richtig, weil dann hast du keinen Fokus mehr auf eine Sache, sondern alles. Und wenn ganz viel ist, dann ist es schwierig. Also man muss manchmal, glaube ich, schon einzelne Themen in den Vordergrund und in den Fokus stellen. Ja, nach 30 Stunden Suche ist es vorbei. Die Suche nach der Löwin in Berlin wurde eingestellt. Doch man spricht plötzlich von einem Wildschwein. Zu Beginn der Suche hieß es noch, die Löwin sei gesehen worden, wie sie ein Wildschwein erlegt. Doch auch die Überreste dieses Tieres konnten nie gefunden werden. Fakt ist jedoch, es gibt bei dieser Geschichte noch viele offene Fragen. Im Fall der angeblich entlaufenen Löwin in Berlin haben die Behörden am Freitag Entwarnung gegeben. Ja, noch heute Morgen hier um 9 hat es am Panzerdenkmal in Kleinmachnow eine angebliche Sichtung der besagten Löwin gegeben. Rund 500 Meter von hier ist das Video entstanden, wo man die vermeintliche Löwin entdeckt hat. Herausgestellt hat sich, dass es sich dabei wahrscheinlich wohl um ein Wildschwein handelt. Der Bürgermeister hat vor knapp einer Stunde verlautbart, dass alle Einsätze vorerst eingestellt wurden. Die Polizei wird weiterhin patrouillieren durch die kleine Gemeinde und eine Art Streifendienst vornehmen. Doch die große Aufregung ist nach ca. 30 Stunden vorbei. Es gebe keine ernstzunehmenden Hinweise auf die Existenz einer Löwin oder eines anderen Raubtiers in der Region, meinten plötzlich die Behördenvertreter. Zwei Experten meinten sogar, dass es sich nur um ein Wildschwein gehandelt hätte. So, jetzt hat sich das rausgestellt, dass diese angebliche Löwin ein Wildschwein sein soll. Haben Sie das mitbekommen? Hatten Sie Angst? Nee, Wildschweine sind hier fast jede Nacht und verwühlen. Kommen hier, weiß ich, wo die herkommen, ja? Die Suche nach dem Tier wurde in Berlin und Brandenburg mit 100 Einsatzkräften am Freitagvormittag noch fortgesetzt. An der Grenze zu Berlin soll das Tier gesichtet und gefilmt worden sein. Es ist ja klar, hat der Bürgermeister gerade gesagt, dass die angebliche Löwin sich als Wildschwein herausgestellt hat. Sind Sie erleichtert oder? Ja. Ja. Ich bin erleichtert, dass der Wald hoffentlich nicht lange so leer bleibt. Ne? Hm. Ansonsten war es für mich klar, dass es ein Wildschwein ist. Ich habe das Video gesehen und ich wohne ja jetzt auch 15 Jahre hier. Wir leben mit den Wildschweinen, also die gehören irgendwo mit dazu. Und wir haben sie sehr oft gesehen. Wir sehen sie manchmal jeden Abend, wenn wir die Gassi-Runde machen. Ja, der Hund kennt sie auch schon und verhält sich ganz ruhig. Und von daher war es für mich eigentlich klar. Der Videoschnipsel machte am Donnerstag die Runde durch die sozialen Netzwerke. Die Ermittlungsbehörden schätzten das Video zunächst als echt ein. Auch Polizisten gaben nach Angaben einer Behördensprecherin an, das Tier gesichtet zu haben. Danach gab es keine weiteren Hinweise. Ein Haar, das vom Gemeindejäger gezeigt wurde, soll im Labor analysiert werden. Beteiligt an der Suche waren neben zahlreichen Polizisten auch Veterinärmediziner und der Berliner Stadtjäger. Im Wald waren Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzschildern unterwegs. Ja, Klimawandel und der Rückgang des Eises machen die Ausbeutung der Arktis auch lukrativ. In Sibirien hat jetzt Kremlchef Putin die ersten Tanker in Marsch gesetzt, die Flüssiggas für den Weltmarkt liefern sollen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag in der Region Murmansk den ersten Abschnitt des großen Flüssiggasprojekts Arctic LNG 2 eingeweiht. Bei der im Fernsehen übertragenen Eröffnungszeremonie bat ein Mitglied der Betreibergesellschaft um Genehmigung für den Beginn der Transporteinsätze auf See. Putin antwortete darauf, Genehmigung erteilt und legte einen Hebel um. Die Kosten für das Projekt, bei dem Gas aus Russland in Form von Flüssiggas mit Tankern durch arktische Gewässer transportiert werden soll, belaufen sich Schätzungen zufolge auf 21 Milliarden Dollar. Geplant sind Produktionskapazitäten von 19,8 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr mit Hilfe von 3 Fertigungsanlagen. Arctic LNG 2 liegt auf der Halbinsel Gydan, rund 30 Kilometer von einer der ersten riesigen LNG-Anlagen auf der Halbinsel Jamal entfernt, die 2017 in Betrieb genommen wurde.
Bis zum Jahr 2022 war der russische Energiekonzern Total an dem Projekt Arctic LNG 2 beteiligt. Nach Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine zog sich das Unternehmen jedoch zurück. Total war der letzte Energiekonzern, der noch Geschäfte mit Russland machte. Nach Kritik aus der Ukraine und im Westen verkaufte das Unternehmen seine Anteile an das russische Partnerunternehmen Novatek. Ja, und die geplante Justizreform der Regierung Netanjahu spaltet die israelische Gesellschaft. Israels amtierende Regierung hält die Justiz im Land für zu mächtig. Immer wieder sieht sie die demokratisch gewählte Mehrheit auch durch die Gerichte ausgebremst. Ja, und in Israel gibt es bereits Massenproteste. Trotz tausender Einwände der Opposition und monatelangen Protesten in ganz Israel kommt ein Teil der sehr umstrittenen Justizreform von Premierminister Benjamin Netanjahu wohl sehr bald in seine finale Abstimmung. Der Justizausschuss im israelischen Parlament hat einen umstrittenen Gesetzentwurf zur Schwächung der Justiz gebilligt. Die Abgeordneten der Knesset, also dem israelischen Parlament, stimmen wohl bereits in den nächsten Tagen darüber ab. Bei einem Inkrafttreten des Gesetzes wäre es dem obersten Gericht Israels künftig nicht mehr möglich, Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister als unangemessen zu bewerten und damit für ungültig zu erklären. Experten sehen in der sogenannten Unangemessenheitsklausel ein wichtiges Element der Gewaltenteilung in Israel. Ein Inkrafttreten des Gesetzes wäre laut israelischen Medienberichten bereits am kommenden Montag oder Dienstag möglich. Der Gesetzentwurf ist Teil der umstrittenen Justizreform, die die rechtsreligiöse Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plant. Gegen den Umbau des Justizsystems gibt es in ganz Israel seit Monaten Massenproteste. Kritiker der Regierungskoalition befürchten, dass die Entlassung durch die Justizreform Rückgänge gemacht werden soll. Sie warnen zudem vor willkürlichen Entlassungen und Korruption bei Ernennungen von Spitzenpersonal, sollte das geplante Gesetz in Kraft treten. Netanjahus Regierung wiederum bezeichnet das derzeitige Justizsystem als im Kern undemokratisch und wirft dem obersten Gericht politische Einflussnahme vor. Neben Netanjahus konservativen Likud gehören der Regierungskoalition das ultrarechte Bündnis, religiöser Zionismus und zwei ultraorthodoxe Parteien an. Es handelt sich um die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels. Mehrere Minister in der Koalition lehnen eine Zwei-Staaten-Lösung in Konflikt mit den Palästinensern ab und treten für eine deutlich stärkere religiöse Prägung des Staates ein. Nach der Billigung des Gesetzesentwurfs durch den Justizausschuss gab es in mehreren Städten erneut Proteste, darunter in Tel Aviv, Haifa und Jerusalem. In der Millionenmetropole Tel Aviv am Mittelmeer blockierten Demonstrierende zeitweise eine zentrale Autobahn. Auf Bildern ist zu sehen, wie auf der Fahrbahn Gegenstände verbrannt wurden. Auch in anderen Städten störten wütende Demonstrierende den Verkehr. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Beamte auf Pferden ein, um die Menge auseinanderzutreiben. Freitag früh setzten laut Medienberichten etwa 10.000 Menschen einen Protestmarsch von Tel Aviv nach Jerusalem fort. Wegen der Proteste hatte Netanjahu die Reform im März zunächst ausgesetzt. Nach dem Scheitern monatelanger Verhandlungen mit der Opposition kündigte er im Juni dann aber an, das Vorhaben voranzutreiben. Ja, wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben? Das ist meistens die Anfangsfrage eines Polizisten im Straßenverkehr. Ja, ein 40-jähriger Mann war mit dem Auto seines Vaters unterwegs. Der Polizist meinte, dass die Bremslichter nicht funktionieren würden. Der Mann war aber davon überzeugt, dass sie beim Wegfahren noch funktioniert hätten. Ja, und der Vater des Mannes, der musste jetzt 660 Euro Strafe zahlen, denn er ist der Zulassungsbesitzer. Wir haben für Sie diese Geschichte noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Ein 40-Jähriger geriet mit dem Auto seines Vaters in eine Verkehrskontrolle. Nun musste der Pensionist als Zulassungsbesitzer 660 Euro Strafe zahlen. Auf die Frage des Polizisten, warum er angehalten wurde, hatte der 40-Jährige, der im Auto seines Vaters in Wien angehalten wurde, keine Antwort. Das linke und das rechte Bremslicht funktionieren nicht, klärte ihn der Beamte daraufhin auf. Der Lenker war überrascht. Bei der Auffahrt hätten sie noch geleuchtet, war er überzeugt. Das sieht man immer im Rückspiegel an der Garagenwand, führte er aus. Vor Ort wurden die Kennzeichen des Wagens abgenommen.
Der Polizist erklärte ihm, dass er sie wiederbekomme, sobald der Schaden behoben sei. Bei ÖAMTC war das noch am selben Tag der Fall. Gegen eine Bezahlung von 22,90 erhielt er die Tafel wieder. Doch einige Tage später erhielt er eine Strafverfügung über 80 Euro. Noch härter traf es aber seinen Vater als Zulassungsbesitzer. Weil das Auto nicht dem Kraftfahrgesetz entsprochen und er dadurch fahrlässig gehandelt habe, werden 600 Euro verlangt. Sehr zum Ärger des Pensionisten, denn er habe Hunderttausende von Kilometern unfallfrei und ungestraft zurückgelegt. Anfangs erhob der 72-Jährige Einspruch, bezahlte dann aber auf Anraten des Anwalts den bereits auf 660 Euro anwachsenden Betrag. Die Polizei wollte den Fall auf Anfrage aus Datenschutzgründen nicht kommentieren. Ja, Schach, das Spiel der Könige, fasziniert seit Jahrhunderten Menschen auf der ganzen Welt. Mit seiner strategischen Tiefe und komplexen Taktik bietet es eine einzigartige intellektuelle Herausforderung. Ja, und Österreich hat sich am Mittwoch offiziell für die WM im Blitz- und Schnellschach beworben. Schach genießt eine Popularität wie nie zuvor. Der Spieler freut sich vor allem im Internet einer gigantischen Beliebtheit. Einen Teil dieses Booms will der Präsident des österreichischen Schachbundes, Michael Stöttinger, jetzt nach Österreich bringen. Am Donnerstag fand in der eindrucksvollen Kulisse der UNO City ein Diplomatenschachturnier statt. Doch an diesem Tag traten sie nicht nur in politischen Angelegenheiten gegeneinander an, sondern auch auf dem Schachbrett. Auch Mitarbeiter der UNO City und deren Familien durften teilnehmen. Das ist das erste Schachturnier, das ganz offiziell im Gebäude der UNO stattfindet, wo nur Mitglieder des diplomatischen Korps und Angestellte der UNO mitspielen dürfen. Nur für mich hat meine Ausnahme gemacht, also ich darf auch mitspielen. Wie steht in Österreich im Vergleich zu internationalen Ländern im Schach da? Eigentlich sehr gut, insbesondere natürlich, wenn man die Größe Österreichs bedenkt. Österreich hat ja nur 9 Millionen Einwohner und natürlich kann man uns jetzt nicht mit China oder Indien vergleichen, aber Österreich hat mehr als 10 Großmeister und Österreich ist ein klassisches Schachland. Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass wir auch den ersten Schachweltmeister haben und wir können mit der Nationalmannschaft, mit unserer durchaus vielleicht nicht an der absoluten Weltspitze mit, aber wir spielen schon gut mit. Was würden Sie denn sagen, ist Österreich ein Schachland? Absolut. Also es gibt Dinge, die man eigentlich nur Österreich zuschreibt, die wir erfunden haben, wie das berühmte Kaffeehausschach, das man jetzt ja gar nicht irgendwie abtun darf, sondern das über Jahrzehnte auch sehr starkes Schach war. Wir haben gerade in den 20er, 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts eigentlich auch in der Schachtheorie eine führende Rolle gespielt. Und in Österreich war Schach immer auch Teil der Kultur. Finden Sie, sollte man Schach noch attraktiver machen? Fehlt da was oder ist es schon attraktiv genug, beziehungsweise Kinder, Jugendliche in Österreich? Schach bewerben, gerne alles, was man kann. Schach attraktiver machen im Sinne, die Regeln zu ändern. Da wäre ich jetzt skeptisch, ich finde, die Regeln sind gut, so wie sie sind. Aber wir bemühen uns sehr und was das Schach ja jetzt sehr spannend macht, auch für junge Menschen, sind eben die beiden Bedenkzeiten Blitzschach und Schnellschach, wo die Schachpartie eben jetzt nicht 6 oder 7 Stunden dauert, sondern nur 10 Minuten beim Blitzschach oder nur so 30, 40, 50 Minuten beim Schnellschach, wo man dann auch so Turnier, wie wir es heute spielen, an einem Tag spielen kann. Und das ist gerade für junge Menschen auch sehr attraktiv. Sie spielen ja heute selber mit beim Diplomatenschach. Wie läuft es denn bis jetzt? Bis jetzt läuft es sehr gut. Ich habe in der ersten Runde den israelischen Botschafter gehabt, in der zweiten Runde den turkmenischen Botschafter und ich konnte beide besiegen, zu meiner eigenen Überraschung. Also bis jetzt läuft es wirklich gut. Ist man eigentlich immer noch nervös vor einem, so einem Turnier oder generell vor einem Schachduell? Ich glaube, ich kann sagen immer, und das gilt vom Anfänger bis zum Weltmeister, Schach ist es ja speziell, wenn Sie sagen, Sie führen ein Fußballspiel in der 88. Minute 4-0, dann wissen Sie, dass Sie das Spiel gewinnen werden. Sie können nur ein Tor kriegen, aber Sie werden das Spiel gewinnen. Im Schach ist es anders. Sie können eine ganz starke, überlegene, gewonnene Stellung haben. Wenn Sie einen Fehler machen, ist die Partie weg. Und deswegen ist man auch bei jedem Zug sehr angespannt und bis zum letzten Zug angespannt. Wenn man gewinnt und der Gegner reicht einem die Hand zum Aufgeben, ist das immer eine große Erleichterung. Was ist denn Ihre persönliche Elo-Zahl? Meine Elo-Zahl ist, ich glaube, so ungefähr 1840. Ja, das ist so ein mittlerer Vereinsspieler, also sehr Großmeister werde ich keiner mehr. Wenn wir uns da jetzt umgeschaut haben, haben wir gesehen, dass viel weniger Frauen mitspielen. Warum denken Sie, ist das so? Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich kenne das Beschäftigungsverhältnis bei der UNO nicht zwischen Männern und Frauen. Insgesamt ist das Frauenschach über Jahrzehnte ja nicht so stark gefördert werden.
Das hat sich aber in den letzten Jahren sehr stark verändert. Also nicht nur in Österreich, sondern eigentlich im ganzen Einflussbereich des Weltschachbunds wird Mädchen- und Frauenschach sehr stark gefördert und die Zahlen steigen rapide an. Also in wenigen Jahren oder Jahrzehnten glauben wir, dass die Leistung einerseits und andererseits auch die Anzahl der Spielerinnen und Spieler, dass sie irgendwo bei 50-50 einpendeln wird. Wenn Sie Schach mit einem Wort beschreiben würden, welches wäre es dann? Action. Michael Stöttinger überreichte dem CEO des Weltschachbundes, Emil Sutowski, das offizielle Gebot für die Schach-WM in Österreich. Ob die Weltmeisterschaft schlussendlich wirklich nach Österreich kommt, ist noch nicht entschieden. Von Seiten des Verbandes zeigt man sich allerdings zuversichtlich. Auf Facebook posiert Heinz-Christian Strache im teuren Luxussportwagen. Ja, in den sozialen Netzwerken sorgt das für gemischte Gefühle, denn viele erinnern sich an eine Spendensammelaktion des ehemaligen Vizekanzlers. Ja, und der ehemalige FPÖ-Chef wandte sich via Facebook an seine Fans mit der Bitte um finanzielle Unterstützung. Und das der Vermögende. Die Zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos und dem daraufhin folgenden Ausscheiden aus der Politik durchlebte Heinz-Christian Strache durchaus turbulente Zeiten. Insbesondere die Gerichtsprozesse gegen ihn, die in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Vizekanzler angestrengt wurden, gingen dabei sehr an die Substanz. Und zwar vor allem finanziell. Strache selbst rief seine Anhänger daher in den sozialen Medien auf, ihn mit Hilfe von Spenden bei den Prozesskosten zu unterstützen. Zwar wurde er 2021 wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt, das Oberlandesgericht Wien hob das Urteil jedoch wieder auf. Das Verfahren muss daher wiederholt werden. Selbst bei einem Freispruch bleibt er aber auf einer ordentlichen Summe sitzen. Abseits der Vorwürfe versucht Strache sein Glück mittlerweile als Unternehmer, wie er auch jetzt via Facebook seinen Fans erklärte. Auf einem Bild strahlte er dabei aus einem Corvette Cabrio. Das Gefährt ist in Europa ab etwa 96.400 Euro zu haben. So macht ein beruflicher Ausflug nach Dornbirn richtig Spaß, freut sich der ehemalige FPÖ-Chef in der Bildunterschrift. Fraglich ist natürlich, ob das Fahrzeug nun tatsächlich Strache gehört, er es sich nur geliehen oder auch nur kurz Platz genommen hat. Weitere Bilder aus den vergangenen Monaten zeigen ihn jedenfalls in eher weniger luxuriösen Wagen. Für Wirbel sorgt das Posting dennoch. Die Kommentatoren darunter sind sich nämlich nicht einig, wie das Bild zu werten sein soll. Während die meisten seiner Anhänger ihm den Spaß gönnen, kommt es bei anderen nicht so gut an. Bitte löschen, schreibt etwa eine Facebook-Nutzerin ganz erpicht und weist darauf hin, dass derlei Luxus in Zeiten der Teuerung das falsche Signal sei. Ich vergönne es dir, kenne keinen Neid, schreibt daraufhin ein anderer. Geteilt wird das Bild auch auf weiteren Plattformen. Sowas ist meistens die letzte Aktion vor einem Insolvenzantrag, kommentiert ein User auf Twitter. Ich habe ihm damals 1 Euro überwiesen, schreibt ein weiterer. Ja, und dieser Mensch kann sich jetzt sehr vieles leisten, denn ein Lottospieler aus Kalifornien knackte den Jackpot der US-Lotterie Powerball und gewinnt somit 1 Milliarde Dollar. Es war der größte Jackpot, den es bis jetzt gegeben hat. Ja, und laut der Washington Post erst das dritte Mal, dass er über 1 Milliarde lag. So ein Glück muss man haben. Der Glückspilz, der sein Los in einem Minimarkt in Los Angeles gekauft hatte, tippte als einziger Spieler im ganzen Land 6 Richtige, wie die California State Lottery am Mittwoch mitteilte. Es war der größte Jackpot bei der Powerball-Lotterie seit November und laut der Washington Post erst das dritte Mal, dass er über 1 Milliarde lag. Der Gewinner muss sich nun entscheiden, ob er den gesamten Betrag in Raten über einen Zeitraum von 30 Jahren oder eine einmalige Sofortzahlung in Höhe von 558 Millionen Dollar erhalten möchte. Natürlich muss er auf den Gewinn auch noch Steuern zahlen. Powerball-Lottoscheine werden in 45 US-Bundesstaaten sowie dem Hauptstadtbezirk Washington, in Puerto Rico und auf den amerikanischen Jungferninseln verkauft. Die Teilnehmer tippen 6 Zahlen für 5 weiße und 1 rote Kugel.
Der Gewinner vom Mittwoch sicherte sich den Jackpot mit den Gewinnzahlen 7, 10, 11, 13 und 24 für die weißen Kugeln und 24 für die rote Kugel. Die Chance, den Powerball-Jackpot zu knacken, liegt etwa bei 1 zu 292 Millionen. Im November hatte ebenfalls ein Lottospieler aus Kalifornien einen Rekord-Jackpot von 2 Milliarden Dollar geknackt. Es war der weltweit größte Hauptpreis in der Lotto-Geschichte. Und wir kommen jetzt noch zum Wetter. Schauen wir, morgen in der Früh meist auch noch trocken und zumindest auch teilweise sonnig. Wolken bringen aber auch schon zeitig von Vorarlberg bis in die Steiermark dann auch noch einzelne Regenschauer. Ab Mittag wird es dann verbreitet unbeständig. Stellenweise sind auch wieder kräftige Regenschauer mit dabei. Von den Temperaturen schaut es eigentlich ganz gut aus. Am Samstag um die 28 Grad. Sonntag wird es dann überhaupt besser werden mit 32 Grad. Oft aber auch schon von der Früh weg sonnig, eben Nebelfelder. Vor allem in den Tälern und auch im Becken im Süden lösen sich dann noch am Vormittag auf und da entstehen dann aber auch Quellwolken. Die fallen aber kleiner aus. Einzelne Schauer oder Gewitter sind am ehesten in den Tauern zu erwarten. Die Temperaturen eben um die 32 Grad, am Montag wieder um die 34 Grad und dann geht es ab nächster Woche Dienstag, gibt es wieder eine Abkühlung. Ja, das war's wieder mit den Kronen-News. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit Krone TV. Ja, und weiter geht's mit dem Sport.